Die Polin Irina Sendler im Frühjahr 1943 in dem von Deutschen besetzten Warschau. Unter dem Decknamen Schwester Jolanta hat sie zu diesem Zeitpunkt mit 10 weiteren Frauen ein Netzwerk aufgebaut. Und obwohl ihnen der sichere Tod droht, wenn sie entdeckt werden, retten sie hunderte jüdische Kinder aus dem Warschauer Ghetto vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten. Bekannt geworden ist das alles einer breiten Öffentlichkeit, aber erst wenige Jahre vor ihrem Tod 2008. Wer genau also war diese Frau? Urszula Usakowska-Wolf lebt in Berlin und hat Irina Sendler in ihren letzten Lebensjahren in Warschau noch kennengelernt. Zusammen mit ihrem Mann hat die Journalistin und Lyrikerin das Buch »Die Mutter der Holocaust-Kinder« vom Polnischen ins Deutsche übersetzt. So sei Irina Sendler eine sehr bescheidene und bemerkenswerte Frau gewesen. Sie hatte ein sehr großes Charisma, obwohl sie so eine ganz kleine Frau war. Sie saß in ihrem Sessel und war eigentlich schon so in diesen Sessel total versunken. Und was mir aufgefallen ist, sie hatte einen unglaublichen starken Händedruck. Also sie hatte mich an der Hand gefasst und ich dachte, nein, die wird das nie wieder loslassen. Also sie war trotz dieser Zerbrechlichkeit und Gebrechlichkeit eigentlich auch körperlich an manchen Stellen sehr, sehr stark. Sie war unter sehr vielen Gesichtspunkten eine sehr, sehr emanzipierte Frau. Man könnte sagen, ja, sie war eine Feministin, ja. Als Kind bekommt Irina Sendler in ihrem Elternhaus vermittelt, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Religion, Nationalität, Rasse und Besitz hätten keine Bedeutung. Ihr Leben lang lebt Irina Sendler nach diesen Werten. Mit dieser Einstellung wurde sie nach ihrem Studium auch Sozialarbeiterin für die Stadt Warschau. In dieser Zeit knüpft sie auf zahlreiche Kontakte zu Menschen, die ihr während des Krieges helfen. So werden die Kinder versteckt in einem LKW oder einer Straßenbahn aus dem Ghetto geschmuggelt oder über Häuserkeller herausgebracht, die an das Ghetto grenzen. Nur wenige Kinder haben damals überhaupt eine Chance, gerettet zu werden. Sie mussten Polnisch sprechen, nach damaliger Rassenideologie arisch aussehen und Jungs durften nicht beschnitten sein, sagt Urszula Usakowska-Wolf. Und dann hatten die ganze Familien sich überlegt, ja, sie wussten schon, als sie im Ghetto waren, dass das da Ghetto... Sie werden es nicht überleben, ja. Das sah man dann irgendwann, dass das einfach ein Weg ist, der in Treblinka oder auf der Straße oder sonst wo, also tot endet. Deshalb haben sie versucht, ihre Kinder zu retten. Dank Irina Sendler und anderen überleben mit falscher Identität viele der Kinder bei polnischen Pflegefamilien in Waisenhäusern oder Klöstern. Oft sind sie die einzigen Überlebenden einer jüdischen Familie. Nicht alle Kinder sind Irina Sendler dafür später als Erwachsene dankbar. Manche machen ihr sogar Vorwürfe. Sie hat natürlich darunter gelitten, aber sie hat ihnen erklärt, sie haben zum Teil auch ihre Mütter beschuldigt, ihre toten Mütter, dass sie sie gerettet haben und nicht mit ihnen zusammen in den Tod gegangen sind oder so. Aber Irina hat dann gesagt, also... dass die Mütter waren die eigentlichen Heldinnen, weil sie wussten, dass sie es nicht überleben werden, aber sie wollten ihrem Kind das Überleben ermöglichen. Also das war eine Zeit, in der es keine einfache Wahl gab. Ja? Es konnten nur einige wenige gerettet werden, weil eben der Terror und das war sehr schwer, auch für die Leute dann, auch Unterkünfte zu finden. Sie müssen sich vorstellen, das ganze Essen war rationiert. Ja? Wenn da plötzlich eine Familie noch ein Kind hatte, dann merkten das plötzlich alle nicht. Sie musste entweder was schwarz kaufen oder sie musste versuchen, diese Lebensmittelmarken zu bekommen. Und die Nachbarn waren nicht immer freundlich. Es gab auch viele Leute, die Neid hatten, die meinten, oh, diejenigen, die jetzt vielleicht einen Juden verstecken, das ist mit riesigen Geldern verbunden und so haben sie sie auch denunziert, ja. Da können wir die Maßstäbe, die wir heute anwenden, die sind absolut, die passen nicht in diese Zeit. Und deshalb sagte Irina, dass jemand, der das nicht erlebt hatte, so ein Ghetto oder die damalige Zeit, der kann sich nicht vorstellen, wie es dort war. Also dort war eine ganz andere Welt
Und diese einfache moralische Wahl, die wir heute haben, ich mache nur gut oder ich bin gut, ich bin böse, nein, das galt damals nicht. Denn manchmal musste man jemanden opfern oder mehrere Menschen opfern, um einen zu retten. Ja? Also das verstand sie unter dieser Aussage, jemand, der das nicht erlebt hatte, wird das nicht verstehen und kann darüber nicht urteilen. Über Jahrzehnte spricht Irina Sendler über all das nicht. Auch weil das Erlebte so schrecklich gewesen sei, sagt Urszula Usakowska-Wolf. Ende 1943 wird Irina Sendler selbst von der Gestapo festgenommen. Sie wird gefoltert und kann nur mit Hilfe von Freunden fliehen. Sie spricht auch deshalb öffentlich nicht darüber, weil es im sozialistischen Polen bis zum Systemwechsel 1989 nicht möglich ist. Das war nicht einfach. Also zum einen war das kein freies Land, ja, und zum anderen war das leider der subkutane Antisemitismus, ist dann 1968 durch die irgendwelche Streit, inneren Streit in der Partei ist offen ausgebrochen und die wenigen Juden, die nicht noch in Polen geblieben sind, sind eigentlich zur Emigration gezwungen. Sie haben ein One-Way-Ticket bekommen und sind dann verschwunden. Irina hatte ihre Freunde, ihre Familie verloren. Der Wendepunkt Ende der 90er Jahre. Schülerinnen einer Highschool in den USA schreiben ein kurzes Theaterstück über Irina Sendler. Sie besuchen die ältere Frau in Warschau. Die Medien berichten, schlagartig wird die Geschichte weltweit bekannt. Und auf einmal wollen alle diese kleine, unscheinbare Frau kennenlernen. Das müssen Sie sich vorstellen, das war ein winziges Zimmerchen, ja? Das hat einer der von ihr geretteten Mädchen ihr dann geholfen, dieses Zimmer ganz schnell in diesem recht luxuriösen Seniorenheim zu bekommen, weil früher lebte sie jahrelang im vierten Stock im Rollstuhl und konnte nicht runter, können Sie sich vorstellen. So sah das Leben der Heldin vorher aus. Sie konnte erzählen und so, aber sie hat sich natürlich auch beklagt, weil das anstrengend war. Aber an den Tagen, wo niemand kam, da hat sie richtig gelitten. Ja? Also Sie können sich vorstellen, diese Leute waren ihr einziger Kontakt zur Welt. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Polen mehr als 3 Millionen Menschen jüdischen Glaubens. Etwa 90% wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Der Unternehmer Oskar Schindler hat damals mehr als 1100 Menschen vor den Gaskammern gerettet. Immer wieder wurde diese Geschichte erzählt. Hollywood drehte sogar einen Film darüber. Urszula Usakowska-Wolf fragt sich heute, warum Irina Sendler aber erst zu spät Anerkennung fand. Als Schwester Jolanta hat sie mindestens genauso viele Menschen gerettet, sagt Usakowska-Wolf. Es könnten auch 2500 Kinder gewesen sein. Genau lasse sich das heute aber nicht mehr belegen, weil die Originallisten fehlen, so die Journalistin. In Israel wurde Irina Sendler bereits 1965 als Gerechte unter den Völkern geehrt. Dennoch war ihre Geschichte in Vergessenheit geraten. Na gut, ich meine, es ist einfach so, die Frauen auch, die ihr Leben gerettet haben, die sind total vernachlässigt worden. Ich meine, alle sprachen von dem Schindler und wer sprach von der Irina Sendler? Das gibt ja kein Aufwiegen, es sind auch zwei unterschiedliche Fälle. Aber ich meine, dass die Frauen sind auch auf diesem Gebiet vernachlässigt. Und dass sie zu Wort kam, ist auch wieder diesen amerikanischen Schülerinnen zu verdanken. Weitgehend natürlich, weil daraus dann eine internationale Geschichte wurde. Ja? Mit 98 Jahren stirbt Irina Sendler am 12. Mai 2008 in Warschau. In einem ihrer Interviews sagte sie einmal, ich habe 2 Weltkriege erlebt, 2 Aufstände in Warschau. Ich kann mich nicht mit dem Tod unschuldiger Menschen abfinden. Und die Leidtragenden sind die Kinder. Sie leiden am meisten darunter.